Bis Sonntag wird die Frauenkirche von der Turmspitze bis zum Kirchenschiff auf Vordermann gebracht. Fast 30 Maler, Schlosser, Tischler und Elektroinstallateure arbeiten Hand in Hand. Im Turmaufgang werden unter anderem Schäden an den Wänden ausgebessert. Das teilweise abgenutzte Treppengeländer wird abgeschliffen und neu lackiert. Im Kirchenschiff werden die Holzbänke überarbeitet, lackiert und teilweise auch ausgebessert. Auch die Böden zum Beispiel am Altar oder der Kanzel werden gereinigt und neu versiegelt. Die Eingangstüren zum Kirchenschiff werden ebenfalls aufgearbeitet. Anschließend wird noch einmal von oben bis unten geputzt, damit auch der letzte Staub von den Arbeiten verschwunden ist. Einmal im Jahr wird die Frauenkirche so renoviert. Damit soll größeren Schäden vorgebeugt werden. Etwa 40.000 Euro werden dafür eingeplant.